Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Prison Architect auf Kellerkind.org. Ich bin Speedy und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir ja die große, große Baumschule endlich gebaut, die dann hoffentlich in den nächsten Tagen, Ingame-Tagen jetzt wohlgemerkt, ein paar Bäume hervorbringt, die wir dann auch verkaufen können. Das Gefängnis hier unten funktioniert, auch wenn die Gefangenen ein bisschen stinkig sind. Irgendwas Geschmuggeltes. Wir haben auch keine Informanten, das ist schade. Die können wir zum Beispiel nur rekrutieren, wenn wir ein paar von denen in ISO-Haft stecken, was wir auch tun werden, wenn sie Schwachsinn machen. Aber solange wir keine Informanten haben, sind wir einfach mal ein beispielhaftes Unternehmen und machen zum Beispiel wo ist es? Kücheneinweisung? Anhörung benötigt Richtlinien. Okay, dann sollten wir das noch erforschen, weil die Anhörung gibt dann regelmäßig Geld. Das ist wichtig. So, wir könnten auch gerade noch mal weitere Subventionen unterschreiben. Eine Ambulanz und einen Psychodoc. Psychodoc haben wir schon. Eine Ambulanz können wir eigentlich bauen. Brauchen wir eigentlich sowieso. Das hatten wir scheinbar schon gemacht. Noch besser. Hundeführer noch nicht. Die kommen später. Die lasse ich dann hier patrouillieren. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Das hatten wir scheinbar auch schon gemacht. Ich würde sagen, wir machen mal eine kurzfristige Investition. Dann kriegen wir nämlich automatisch einfach mal so 11.000 geschenkt. Währenddessen machen wir mal die Ambulanz. Die würde ich dann mal... hier hinsetzen. Ja, das sollte platztechnisch reichen. Wir sollten natürlich dann noch einen Eingang machen und hier eine Möglichkeit für die armen Seelen da durchzukommen. Wobei ich sagen würde, hier brauchen wir keine Wand, weil hier ist ja eine dicke. Wir sollten aber wirklich nicht allzu lange warten, weil die hier könnten jederzeit buddeln, deswegen... Okay, sie schlafen noch, das gebe ich ihnen. Hauen wir mal den Turbo rein. Sobald die aufgewacht sind, wird der Zellenblock durchsucht. Allein, um rauszukriegen, ob die mittlerweile schon gebuddelt haben. Ich glaube, bis 7 Uhr oder sowas schlafen die. Vielleicht auch 8. Ja. Hier ist auch keine Überflutung mehr, das ist sehr gut. Der hat Zigaretten. Zigaretten! Ah. Und ein Handy. Einkassiert. Meins. Oh, es ist ein neues. So, können wir den anfordern? Nope. Wie sieht's mit dem hier aus? Sieht nicht so aus. Und der hier? Ich will einen Informanten. Nope, auch den kriegen wir leider nicht. So, dann bauen wir hier gerade mal die Ambulanz fertig. Einrichtung brauchen wir Krankenbetten. Wie ich die Raufbolle kenne, mache ich lieber eins mehr als eins weniger. Und dann sollten wir natürlich auch einen Arzt und noch einen Arzt. Und fertig.
Und wir haben jetzt 52.000. Das reicht, dass wir dann den nächsten Gefängnistrakt einbauen. Wobei wir eventuell hier vorher noch einen weiteren Herd mal hinstellen sollten, sicherheitshalber. Die Versorgung müssen wir dann auch direkt noch anschließen, obwohl das schließt sich automatisch an. Weil automatisch ein Elektrokabel rechts daneben kommt, das ist dann schon okay. So, bis jetzt hat scheinbar noch keiner gebuddelt. Das ist doch schon mal erfreulich. Und hier, das sieht total scheiße aus. Aber gut, die Bäume wachsen, das ist sehr gut. Essenszeit ist lang genug. Die haben mehr als genug. Wir machen einen Dollar, 1 Euro Gewinn. Was habe ich denn nicht mit Dollar? Warum nicht? Reformierungsprogramm, Subventionsfortschritt, minus 5000. Achso, ja, weil wir noch eine Investition getätigt haben. Gut, das läuft hier unten, die arbeiten. Das ist gut, gut. Apropos, die hier brauchen eine Erleuchtung. Strom haben sie. Ja. Dann kümmern wir uns doch endlich um das hier oben. Wobei ich da gerade noch... Expansion, ja. Steuern sparen, das heißt, wir kriegen hinterher mehr Geld raus. Aber 10.000 ist schon eine happige Summe. Ausbildung sollten wir auf jeden Fall machen. Damit unsere Leute dann auch ein bisschen gebildeter sind. Das macht sich gut in einem Gefängnis. So, erste Amtshandlung. Wir machen diese Mauer hier fertig. Hier unten... weiß ich jetzt gar nicht, brauchen wir eigentlich keine. Gut. Hier ziehen wir eine Wand hoch. Hier kommen dann zum Beispiel die Hundezwinge und sowas hin und die Rüstkammer später. Das ist dann für die wirklich bewaffneten, fiesen, miesen Wärter. Ah, heute habe ich wirklich echt kein Glück mit irgendwelchen Sätzen. Aber gut, wieso ist hier minus 85? Es ist bisher noch keiner ausgebüxt, das hätte ich gemerkt. Das sah jetzt aber eigentlich okay aus. Wieso ist hier auf einmal ein Minus? Very much strange. Ich glaube, auf eine Wache können wir verzichten, dann sind wir das nicht mehr. Personal. Tut mich sorry. Weg damit. So. Sehr gut. Naja, die hat sich in die Wand geglitscht. Hier überlege ich mir noch was, was wir hier hinbauen. Vielleicht noch ein Büro, das würde daneben passen für unseren Onkel Psychodoc. Aber... gut, dann bauen wir hier gerade mal noch eine Gefängnistür hin, damit wir auch in den Bereich reinkommen. Hier bauen wir noch eine große Gefängnistür und dann würde ich sagen, haben wir hier doch einen idealen Bereich, um da Gefängniszellen zu bauen. 35.000 sollten auch reichen. Dann würde ich sagen, planen wir doch mal ein wenig. Das hier oben soll eher etwas luxuriöser luxuriöser im Zusammenhang mit dem Gefängnis. Okay, ja. Eher weniger. Ich würde jedem zumindest Zugang zu Sonnenlicht geben wollen, sodass wir Fenster an jede Zelle machen können, die auch nach draußen gucken. Schauen wir doch mal. Wir bauen das so. Ich würde etwas komfortablere, also größere Zellen nehmen als das Mindestformat, was wir hier unten haben.
Das ist ja 2x3, das reicht gerade mal so für das Nötigste, aber ich möchte eigentlich den Leuten etwas mehr bieten, auch wenn das Platzverschwendung ist. Zum Beispiel könnten die hier dann Toilette haben, hier wäre Bett, die kriegen eine Couch, wo sie sich dann hinfläzen können. Ich glaube zumindest, das müsste funktionieren. Ansonsten bitte Entwickler baut's ein, das wäre zumindest realistisch. Und ein kleines Bücherregal und sowas. Und ein Fenster würden die dann halt hier entsprechend kriegen. Denselben Spaß in Grün. Ich nehme das jetzt einfach mal. Also ich baue das jetzt einfach mal und wir schauen einfach mal, wie es hinterher so läuft. Vielleicht ist die Bauweise auch kompletter Unsinn, aber dann haben wir es wenigstens versucht. Bin sogar fast geneigt, es so zu machen, dass wir in der Mitte wieder einen Platz haben, wie in einem der ersten Gefängnisse, die wir in dieser Serie auf Killer Kind Ork gebaut haben, wo die dann hier in der Mitte wieder einen Gruppenbereich haben. Die Überlegung wäre auch, ob die dann hier entsprechend schon ihre Duschen hätten. Die Frage wäre nur, wie wir das dann einbauen. Wir könnten. Könnten das. So machen, dass von links und rechts die Leute reinkommen können und hier dann entsprechend der Duschbereich wäre. Und dann halt hier an den Seiten Aufenthaltsbereich, wobei der etwas größer sein sollte. Eventuell so. Ja, wir sind immer noch im Minus, ist mir jetzt gerade aber herzlichst egal. So in etwa. Duschbereich hier in der Mitte, hier dann Türen mit Abschlüssen und dann hier vorne jeweils Aufenthaltsbereiche. Das würde theoretisch funktionieren. Da wird gerade ein Baum abgefällt und das alles wird dann automatisch verkauft und dann sollten wir auch etwas an Exporten verdienen. Ja, und jeder Gefangene dürfte freien Zugang zu Sonnenlicht haben, was den Gefangenen gut tun dürfte. Apropos, hier brauchen wir gerade mal einen Servomotor. Auch mit Stromversorgung idealerweise. Und sobald die gesetzt sind, verbinde ich die dann auch mit dem Terminal hier. Okay. Na komm. Na, los, auf. So, das sollte dann auch. Ernsthaft? Machen wir es so, aber das dürfte eigentlich funktionieren. Wir haben hier unten dann noch mehr als genügend Platz, um zum Beispiel den Hof hinzusetzen. Irgendwelche Werkstätten beispielsweise, wo die Leute dann auch etwas Geld verdienen können. Ich würde das jetzt zweimal hier hinsetzen und dann die Kantine bauen. Dann hätten die es hier zwar extrem weit. Blöd an der Sache ist auch, das hier würde effektiv nur für 4 Leute halten. Das heißt, es wäre eigentlich etwas Overkill. Schwierig. Kann man das nicht eventuell
Also das hier in der Mitte, das ist wahrscheinlich nicht verhandelbar, aber... Das würden dann für 8 halten. Dann hätten die eine etwas länglichere Zelle, trotzdem noch Zugang zur Sonne. Wäre dann halt nicht mehr ganz so komfortabel, aber immer noch mehr Platz als die da unten. Und wir hätten nicht allzu sehr Platzverschwendung, was ich persönlich wahrscheinlich noch am sinnigsten halte als Kompromiss. Genau. Das, das, das. Hier dann die Duschwand. Hier wieder die Wand hoch, das nach hinten. Und 1, 2, 3 und 4. So in etwa. Ist okay. Ist nicht schön, aber ist okay. Es wird auf jeden Fall reichen, um... Ist einer abgehauen oder wurde er entlassen? Es ist keiner abgehauen. Gut. Wieso haben hier Leute mit hoher Gefahrenstufe verflucht? Achso, das war... Als wir das Ding vergessen hatten, korrekt einzustellen. Blöd. Sehr blöd. Wann wird der hier eigentlich entlassen? Der hat noch ein bisschen. Ich würde sogar fast sagen, wir machen hier mal eine Patrouille hin, dass wir ständig sehen können, wenn da einer ist. Hallo? Patrouille? Genau, da bauen die fleißig ab. Wenn die Bauarbeiter gerade nichts zu tun haben, arbeiten die dann automatisch da. Das heißt, die machen sich dann auch nochmal nützlich. Kantine, Kantine, Kantine. Ich würde schon fast sagen, dass wir hier oben generell diese Blöcke machen und hier unten in dem Bereich dann Kantine und Werkstatt und sowas in so einem riesen Kombi-Block machen. Wäre wahrscheinlich sinnvoll. Schauen wir doch gerade mal. In circa einer Stunde kriegen wir wieder Geld, das ist gut. Wir lassen hier mal genügend Platz. Ich meine dann halt so einen riesen Raum, wo wir dann einerseits einrichtungstechnisch Tisch. Na Quatsch. Bank. Und also jeweils diese Dreierkombination aus Tisch, Bank. Da kam jetzt wieder etwas Geld rein. Dann hätten wir hier zum Beispiel dann die Wand. Eins weiter runter, die Wand. Weil wir hier noch diese 5er-Tische brauchen, um unsere Gefangenen zu versorgen. Hier hätten wir dann die Tür und hätten hier eine etwas schmale Küche, aber die dürfte ja keine keine Größenvoraussetzung haben. Nein, hat sie nicht. Und das sollte definitiv eigentlich reichen. Mit denen zusammen können wir 100 Gefangene versorgen. Hier haben wir jeweils 8 Sitzplätze, 8, 16, 32. Das sollte erstmal reichen und das können wir ja jederzeit wiederholen. Dann haben wir hier die Wand hin und hätten dann hier den Bereich zum Beispiel für eine Werkstatt. Und für Klassenzimmer und so weiter und so fort. Klingt doch nach einem Plan.
Ich würde dann sagen, wir beginnen in der nächsten Folge dann mit den Bauarbeiten und ja, dann sollten wir da eventuell auch schon die Gefangenen von hier unten mal verschoben kriegen und hoffentlich reißt uns bis dahin keiner den Hintern auf. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten, bis zur nächsten Folge von Prison Architect of Callekind Org. Tschüss!